Sie ganz herzlich zu diesem Kurzvideo begrüßen. Heute schauen wir uns einmal an, wie Sie Wertpapiere in der Trader Workstation finden und handeln können. Und zwar schauen wir uns das Ganze einmal an für das klassische Trading und auch für die Mosaikansicht. Genau. So, und dann legen wir doch einmal direkt los mit der Suche der Wertpapiere. Und zwar gibt es hier den Punkt Finanzinstrument ganz links in Ihrer Watchliste. Und dort können Sie eben die Wertpapiere auf verschiedene Arten und Weisen suchen und finden. Zum Beispiel mit dem Firmennamen. Hier habe ich einmal die Adidas AG ausgewählt. Eine weitere Möglichkeit besteht mit der Suche nach der ISIN. Das heißt, wir können hier einmal auf Finanzinstrument Info gehen und dann auf Beschreibung. Hier oben ist dann die ISIN abgetragen. Und diese lässt sich dann auch hier eintragen, sodass dann die Adidas AG und die Adidas Aktie auch hier wieder gefunden werden kann. Eine dritte und letzte Möglichkeit besteht darin, dass Sie einfach das Kürzel ADS eingeben und dann auch hier die Adidas Aktie auffinden können. Nachdem die Adidas Aktie nun also erfolgreich ins System geladen wurde, kann man sie kaufen, und zwar indem man einen Rechtsklick vornimmt und den Punkt Kaufen wählt. Als nächstes kommt dann ein Order-Ticket auf. Dort kann man sich nochmal entscheiden zwischen Kauf und Verkauf. Die gewünschte Menge ist einzugeben. Das heißt, hier wähle ich einmal 50. Der Order-Typ ist veränderbar. Hier würde ich einmal auf Market umstellen. Und das Routing-Ziel wäre hier auswählbar. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Smart oder andere Börsen zu wählen. Ich bleibe jetzt hier einmal bei Smart. Nähere Informationen zu dem Smart Routing System finden Sie auch im Video, was hier verlinkt wird. Und da sind dann nochmal weitere Informationen zum Smart System erhältlich. Die Gültigkeitsdauer steht jetzt hier auf Good Till Cancelled, GTC. Das bedeutet, die Order ist so lange gültig, bis sie gecancelt wird, mindestens aber bis zum Ende des nächsten Quartals. Hier unten sind dann drei Möglichkeiten abgetragen. Zum einen mit der Order-Vorschau, der Order-Übermittlung und dem Akzeptieren, Annehmen der Order. Wenn wir hier auf Annehmen gehen, dann kommt in der Watchliste eine separate Zeile auf. Da steht dann Kaufen, 50 Stück, Good Till Cancelled, Market Order, geroutet über Smart. Das heißt, das sind die Einstellungen, die wir getroffen haben. Von daher können wir jetzt hier auf Üwi übermitteln gehen und sehen dann hier nochmal eine Übersicht zu der Adidas AG bzw. zu unserer Order. Das heißt, wir können hier letztendlich sehen den Betrag, den wir handeln, dann die Provision und den Gesamtbetrag, der letztendlich bewegt wird, genauso wie die Margin zum Eröffnen der Position 4057 und die Margin zum Halten liegt bei 2.930. So, nach dieser Übersicht können wir dann hier auf den Punkt Überschreiben, Übermitteln gehen, sodass diese Order also ja scharf geschaltet wird und hier das Handelsprotokoll blinkt. Das heißt, diese Order wurde jetzt hier ausgeführt. Wir haben hier gekauft, Board 50 Adidas zum Kurs von 229,75 über die TradeGate. So, und das wäre schon mal der erste Order-Kauf in der Trader Workstation. Der zweite, den können wir hier einstellen und zwar mit einem Klick hier unten auf den Punkt Mosaik. Ich
In der Mosaikansicht ist es so, dass dort eben ganz viele verschiedene Informationen angezeigt werden, wie zum Beispiel die Ordereingabe. Das Order-Ticket sieht hier also so aus. Dann gibt es hier noch wichtige Informationen zum, ja, Symbol. Ein Chart ist hier verfügbar, Informationen über die jeweilige Aktie. Und hier kann man auch Watchlisten wie zum Beispiel Portfolio oder Watchlisten einsehen. Und die letzte Aktivität, zum Beispiel mit den 50 ADS, die wir gerade gekauft haben, ist hier auch zu betrachten. So. In dem Fall würde ich jetzt hier einmal im Order-Ticket den Wert ADS eingeben und hier auf den Punkt Adidas AG Smart geroutet gehen. So, es ändern sich dementsprechend Chart und Informationen. Und hier im Order-Ticket ist es so, dass wir auf Kaufen gehen können. Dann wird dieses Order-Ticket blau hinterlegt. Oder wir können auf Verkaufen gehen. Dann wird das Order-Ticket rot hinterlegt. Unter dem Punkt hier können wir die Menge eingeben. 50 als Position wird oben vorgeschlagen. Anstelle des Limits lässt sich auch hier ein Market auswählen. Und hier sehen wir noch den Bid und Ask. Und wenn wir hier auf Übermitteln gehen, dann sehen wir also nochmal, wir möchten jetzt hier diese Position 50 Stück von Adidas verkaufen. Die haben immer noch einen Gesamtwert von 11.480 Euro. Es gibt hier eine Entlastung der Margin. Und zwar von minus 4.059. Das heißt, wenn wir jetzt hier auf den Punkt überschreiben, übermitteln gehen, dann ist diese Position hier im Portfolio auch auf Null gegangen. Hier unten sieht man es auch, Order abgeschlossen, sold 50 Adidas. Das sieht man auch hier direkt in den Ausführungen. So, nachdem wir diese Ausführung gesehen haben, kommen wir jetzt hier also zum Ende des Videos noch einmal zu den wichtigsten Punkten bei dem Thema Wertpapiere finden und kaufen. Zunächst einmal gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Wertpapiere in der Trader Workstation finden können, nämlich mit ISIN, dem Firmennamen und dem Kürzel. Die Orderanpassung ist relativ flexibel gestaltbar mit über 50 verschiedenen Orderarten und mehreren unterschiedlichen Laufzeiten, die wählbar sind, wie zum Beispiel Day oder Good Till Cancelled. Außerdem können Sie, wie gezeigt, vor jedem Trade eine Order-Vorschau sehen, wo die Auswirkungen des Trades wiedergegeben werden. Und das Ganze ist in der Trader Workstation in den zwei Standard-Layouts klassisches Trading und Mosaik möglich. Genauso gut können Sie sich allerdings diese Standard-Layouts nach Gusto noch verändern. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit.